So, liebe Medienvertreter, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz. Nach unserem Auftaktspiel, Heimspiel gegen Hannover 96, entstand 0:4 vor 40.021 Zuschauern. Ich begrüße hier oben die beiden Trainer, Daniel Stendl von Hannover 96 und FCK-Cheftrainer Taifun Korkut. Das erste Wort gebührt den Gästen aus Hannover. Herr Stendl, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, bin natürlich mit dem Ergebnis zufrieden. Denke, dass es aber deutlich höher ausfällt, als der Spielverlauf es hergegeben hat, dass Lautern sehr stark angefangen hat und schon sehr unter Druck gesetzt hat und wieder auch ein Quäntchen Glück hatten. Vielleicht nicht in den Rückstand zugeraten. Nichtsdestotrotz mit laufender Spielzeit haben wir mehr Kontrolle über das Spiel gehabt, waren ballsicherer, waren eiskalt im Ausnutzen unserer Tormöglichkeiten. Gerade das 1-0 hat uns natürlich in die Karten gespielt. Nichtsdestotrotz war das Spiel deutlich enger als das 0:4 am Ende ausdrückt. Dankeschön, Daniel Stendl. Kommen wir zur Stimme vom 1. FC Kaiserslautern, Taifun Korkut, bitte. Ja, zunächst einmal Glückwunsch an Hannover 96. Wir können natürlich nicht zufrieden sein. Letztendlich haben wir 4 Gegentore bekommen. Auch wenn die Anfangsphase beziehungsweise auch die erste Halbzeit wir absolut mithalten konnten und auch selber unsere Möglichkeiten hatten, hat man dann gesehen, dass wenn Hannover 96 zuschlagen kann, dass sie dann eiskalt sind. Das haben sie auch schon während der gesamten Vorbereitungszeit in den Vorbereitungsspielen gezeigt. Haben zwar auch Gegentore bekommen, das wussten wir auch, dass wir da unsere Möglichkeiten haben werden. Die haben wir auch gehabt, hatten die ein oder andere Entscheidung auch gegen uns dann in der Phase, als wir 0-1 hinten sind mit dem Abseits und dann bei 0-2 ebenfalls. Aber nichtsdestotrotz, solche Entscheidungen gibt es im Fußball. Wir müssen schauen, dass wir jetzt den Mund abwischen, wenn man es so sagen kann. Ja, es geht weiter. Wir sind in der Entwicklung, haben eine junge Mannschaft, haben einen Umbruch innerhalb der Mannschaft drin, müssen jetzt gleichzeitig zur Entwicklung aber trotzdem schauen, dass wir unsere Punkte machen. Heute war es nicht möglich und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns gut vorbereiten auf die nächste Woche.